Herr Professor. Ach, der ist der Professor. Der Hitler war ja so ein Kreis. Pregnant with herself, the moon is shiny, milky owl, big shiny milky owl, swallowing the night. Bevor ihr da alles wieder aus durcheinander bringt, das war wir, ja. Hallo, Platz. Er ist verantwortlich dafür. Ich gratuliere Ihnen, ich danke. Er hat mir gesagt, ich soll das mitbringen. Das kommt, da immer. Aber jetzt weiß ich, wo kann ich jeden Tag eins bringen. Wir brauchen das. Gewalt ausgeführt wurde. Und die letzte Form des Terrors ist sozusagen
Der Schmerz ist in den Bild transportiert und in vielen Fällen ist die Endstation des Terrors immer der Tod, was anhand einer Arbeit zu sehen ist, die sie gemacht haben. Ich habe ein Deutsch gelernt und einer meiner frühesten Modellierarbeiten war ein Ring, wovon es der Kopf ist und der klassische Schierlingsring oder Giftring, der schon bei den Griechen eine Rolle gespielt hat, um sich die Ehre nicht von anderen nehmen zu lassen, haben sie das Gift selbst immer bei sich getragen. Dadurch haben sich die betroffenen Leute vor Terror, vor Folter geschützt. Das ist eine Arbeit, die sehr komplex ist, die sehr akademisch erscheint, akademisch in ihren Bildformen, als klassische Tafelbilder sind. Und ein anderes Element ist ein Objekt, das auch hier entstanden ist. Es zeigt eine Weltkugel und es zeigt auf der Weltkugel all jene Attentate, die in den letzten 5 Jahren weltweit entstanden sind. Die zweite Arbeit ist, glaube ich, eine sehr wichtige Arbeit für die Ausstellung. Sie befindet sich im Außenraum an einem sehr zentralen Platz in der Fußgängerzone der Stadt Slowenien gerade jetzt. Und ist ein Schachspiel, ein Bodenschach, wie wir das kennen von großen Parkanlagen oder in Spielplätzen. Und die Figuren von diesem Schachspiel, die Arbeit trägt den Titel Let's Play the Oldest Game. Und in dem Titel wird er im Grunde genommen schon transportiert, was Schach ist, eines der ältesten Spiele. Und jetzt sind wir bei dem, was er in der Ausstellung zusammenzieht und warum die Figuren eben keine üblichen Schachfiguren sind. Die Schachfiguren sind alle aus Cruise Missiles, also Raketen, womit eben Terrororganisationen auch beschossen werden, was die moderne Form der Kriegsführung ist, dass du die Waffen nicht mehr siehst, dass sie ferngelenkt sind. Und das Begreifen der Propaganda und der erste große Krieg von einer Nation, der verloren wurde, ist durch Propaganda, war der Vietnamkrieg, wo die Bilder, die im Vietnamkrieg gezeigt wurden, in der Heimat, also im Ursprungs- oder im Täterland Amerika, zu einem politischen Umdenken geführt haben und der Krieg über die Propagandaform verloren wurde. Ganz ähnlich verhält sich jetzt mit dem Zweiten Golfkrieg. Amerika wird den Krieg in derselben Form verlieren, wie sie den ersten Krieg, den sie verloren haben, den Vietnamkrieg verloren haben. Und das hat damit zu tun, weil die Bilder, die dennoch um die Welt gingen, witzigerweise nicht die Bilder des Krieges waren, sondern es waren die Bilder des formulierten Terrors anhand der Foltersituation in Abu Dhabi und eben auch der Selbstmordattentate. Und wenn man weiß, dass Krieg und Schachspiel sehr nahe beieinander liegen, weil beides mit Strategie zu tun hat, und Schach ist im Prinzip die Strategie, den Gegner zu besiegen, und auch im Kriegsspiel, der Krieg funktioniert nicht anders als Strategien zu entwickeln, den Gegner zu besiegen, seine Armeen in Position zu bringen, den Schachspieler seine Figuren in Position bringt und in mehreren Zügen vorausdenkt, wie er seine Gegner zerstören und vernichten kann. Die dritte Arbeit, die ich in der Ausstellung realisiert habe, ist nochmal ein anderes Medium, und zwar eine Performance, die sehr körperbetont war und andererseits auch Medien oder starke Bilder gezeigt hat, wo das Bild, das über Medien transportiert wurde, und zwar beim Videobeamer an die Wand, und daneben stand der nackte Künstler, also ungeschützter oder purer Existenzialismus, die nackte Haut, die an der Wand steht. Und die Fragen stellt an die Realität von Bildern oder an die Realität von Medien. Das, was auf den Bildern und das mediale Bild, das gezeigt wird, ist etwas, das im Kopf stattfindet. Und die Fragestellung des Künstlers, der letztendlich auch Opfer ist, ist immer wieder
ist das, was wir sehen, ist das Wirklichkeit oder ist das Realität? Oder sind es die Bilder, die sich in unserem Kopf festsetzen und